Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und es ist wieder soweit. Jetzt gibt's wieder richtig fette, noppige News. Okay, starten wir heute wieder mit Bavier. Da war letztes Mal nicht allzu viel los, aber jetzt gibt's wieder was und zwar richtig coole Sachen, wie ich finde. Unter anderem immer noch den 13% Code. Angeblich geht das auch mit meinem Code jetzt, Noppenstein Bavier. Der steht ja unterm Video immer drin. Ansonsten nehmt ihr den Code, der hier steht. Ist ja völlig Wurst, welchen Code ihr da nehmt. Hauptsache ihr kriegt Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und ja, wir schauen mal rein, was es hier Schönes gibt. Hier gibt es zweimal Albert Einstein. Warum der jetzt zweimal hier drin ist, weiß ich auch nicht. Das eine soll eigentlich Beethoven sein. Wir klicken mal rein. Okay, da haben wir... Ja, Beethoven, aber das falsche Bild anscheinend hier vorne. Jo, sieht lustig aus, aber nichts für mich. Dann haben wir einen Retro-Fernseher, ein Riesenrad. Hier unten haben wir nochmal so ein Bild, da haben wir Van Gogh. Dann haben wir Technikautos. Wir haben im Europalager den G-Star Bahnhof, den Meeting Point genannt. Finde ich wirklich ein schönes Set. Wer einen Bahnhof haben möchte, hat da echt, finde ich, ein cooles kleines Set. Na, kleine ist auch nicht. Das sind wie viele Teile? 2720, also ist jetzt auch kein kleiner Bahnhof, aber auch nicht so mega riesig. Der sieht schön aus, jetzt im Europalager verfügbar. Dann haben wir, und jetzt geht's wirklich los, ein neues Mold King Set. Und anscheinend ist jetzt endlich diese lästige Diskussion mit dem Mock-Klau auch hoffentlich vorbei, weil das Ding scheint, ja, lizenziert zu sein. Hier oben steht Daniel Pardoyo, keine Ahnung, was für eine Unterschrift ist, kann ich nicht entziffern. Auf jeden Fall haben wir hier dieses, wie nennt man das eigentlich, Dropship oder ich guck mal oben, Gunboat, das Gunship, genau sowas. Und ja, das sieht mal richtig krass aus. Ich bin kein Fan der Clone Wars Sache, habe ich ja schon öfters erzählt, aber das sieht mal richtig cool aus. Guckt mal bitte, wie viel runde Plates hier aneinander geballert sind. Das ist schon krass. Also ich denke mal, da kann das UCS-Set wahrscheinlich einpacken, wenn das Ding hier fertig ist. Sieht cool aus. Es sind sogar Speeder dabei. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also schönes Set hier verfügbar. Ich hoffe, das ist auch bald im Europalager verfügbar. Das wäre natürlich noch besser, weil, das muss ich noch dazu fügen, es kommt am Wochenende mein Video vom Eclipse Sternzerstörer, das finale Review. Und da kann ich leider momentan nicht auf das Europa-Set verweisen, weil es ist leider momentan nur über China bestellbar. Im Europalager ist gerade der Bestand sehr, sehr stark ausgedünnt. Das nur so als Hinweis, wer daran Interesse hat, muss halt im China-Lager zugreifen. Dann haben wir Eisenbahn von Mold King und für, ja, wie ich finde, gar nicht so schlechte und auch zu guten Preisen. Wir nehmen mal den Germany-Preis, 54,48 wird sogar noch billiger, das Ganze mit Motor. Das ist schon mal ein Knaller und wir schauen, es ist natürlich unverkennbar ein ICE. Natürlich nicht, wir haben hier das Krokodil und ja, das sieht mal nice aus, finde ich. Wäre ja was hier wieder für den kleinen Andi-Mann, dass er mal wieder eine Lokomotive baut. Das sieht ganz nett aus, das Ding. Also schickes Teil, kann man absolut nicht meckern, aber es geht noch weiter, obwohl das Ding hier in der Art habe ich schon gebaut. Also da hätte ich jetzt kein Interesse dran, nochmal so ein Ding zu bauen. Das sieht ähnlich aus wie die Lok damals von wem war die denn, G-Star oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wieder einer dieser Schnellzüge, japanischen oder chinesischen Schnellzüge. Ja, aber auch wieder, ihr seht es anscheinend, Marble Man steht da oben. Lizenziert. Also dieses Klau-Ding scheint endlich vorbei zu sein, obwohl man ja auch bei den alten Sets immer, also ich kann es nicht 100% sagen, dass es wirklich so ist, dass sie geklaut sind. Es wird ja von allen behauptet, aber hat irgendeiner mal mit dem Designer gesprochen? Also ich weiß es halt nicht, ob da nachträglich vielleicht doch Geld geflossen ist. Demnach halte ich mich mit diesen Äußerungen immer zurück, ob da wirklich irgendwas an Anleitung geklaut wurde, auch wenn es immer viel behauptet wird. Aber ich behaupte nur Sachen, die ich belegen kann und demnach, das kann ich nicht belegen, demnach werde ich da nichts behaupten. So, gucken wir weiter. Wir haben eine weitere Diesellokomotive. Finde ich auch
ganz nett. Ist jetzt optisch nicht der Wurf, der Megawurf, aber hier haben wir dieses Original. Und ja, der Waggon ist ein bisschen klein, aber die Lokomotive selber, vor allem mit so einem kleinen Bahnübergang hier, man sieht sie jetzt nirgendwo richtig, finde ich. Das finde ich ein bisschen schade. Doch hier von der Seite. Also es ist ja, ein bisschen kurz, aber ja, trotzdem ganz nice, muss man sagen. Und man hat einen Schienenkreis dabei und man hat hier so einen Bahnübergang mit dabei, mit Schranke. Also ist auf jeden Fall auch ganz nett. Und preislich sind die alle wirklich gut unterwegs, muss man ganz klar sagen. So, dann haben wir hier noch im Europalager ein weiteres Gebäude, ein Japanese Tea House. Und wir haben hier Harry Potter, habe ich beim letzten Mal nur erwähnt, aber hier ist so ein kleines Lokomotiven, Hogwarts Express Diorama, sieht ganz niedlich aus, in so einem Buch wieder gemacht. Das finde ich auch immer ganz nice, diese ganzen Bücher immer mit irgendwas drin. Ist wirklich schick gemacht. Ich möchte mir einmal den hier angucken. Den hatte ich zwar schon letztes Mal angerissen, aber der sieht mal wirklich echt gut aus für ein Auto, für ein Technikauto. Also ich finde ja Techniksachen immer gut, wenn sie wirklich gut aussehen. Und das Ding hier ist wirklich schick, muss man mal sagen. Auch vorne, wow. Das ist mal ein Technikset, finde ich, was ich sehen lassen kann. Das ist auch der Karton, sieht hübsch aus. Gut, den kriegt man natürlich nicht. Aber schickes Teil. Also da wieder einiges unterwegs. Ich will mal ganz kurz, weil ich es gerade angerissen habe, ins Europalager gehen. Da jetzt, wie gesagt, neu, ist hier gar nicht zu sehen, der Meeting Point. Wo ist er denn? Ist hier gar nicht mit drin. Okay, anscheinend im Europalager verfügbar, aber nicht hier mit reingelistet. Also dann müsst ihr da über die Sache gehen, die ich euch gerade gezeigt habe, über die New Arrivals. Ansonsten ist es hier ein bisschen ausgedünnt. Es sind nur noch drei Seiten. Allerdings jetzt finde ich zum wirklich guten Preis mit dem Rabatt wieder zu kriegen der 8080. Ich finde es ein grandioses Set. Ist absoluter Knaller. Wenn ihr da wieder 13% drauf bekommt, ist der Preis auch wieder echt okay. Und aus Europa, wie gesagt, 3, 4 Tage und ihr habt das Ding. Manchmal sogar 2 Tage. Das ging bei mir zum Beispiel einen Tag gedauert, dann war das Ding da. Da kann man echt nicht meckern. Das sind schöne Sets verfügbar, aber halt Eclipse momentan hier nicht zu kriegen. Aber auch wieder hier Pandos Lunatic Hospital verfügbar, einiges da. Ihr könnt auch immer mal gerne in die, das reiße ich sehr selten an, in die March Deals reingehen, also die Märzangebote für die Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Da haben wir auch ein paar Sets. USA ist natürlich uninteressant für uns. Aber immer ein paar gute Sachen, die dann auch stark reduziert sind. 4 Seiten lang, also blätter da gerne mal durch, ist ordentlich was zu bekommen. Das hatte ich ja, glaube ich, mal gebaut hier, den, Dragster, nee, nicht Dragster, Hot Rod. Das sieht auch schön aus und da gibt es gerade für 17,36 plus 13% dann noch davon ab. Ich weiß nicht, ob man da auch nochmal 13% abnehmen kann, dann ist es wirklich ein. Ja, Oberschnäppchen für das mega geniale Modell. Das hatte ich ja gebaut. Das ist grandios. Wirklich grandios. Okay, ich gehe rüber zu Blue Bricks und dann ja, sind wir auch schon fast durch. So, was ist bei Blue Bricks los? Ich muss gestehen, ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Ich habe nämlich die ganze Woche da so gut wie nicht reingeguckt. Deswegen schauen wir doch einmal gleich in die Neuheiten rein. Und siehe da, tja, habe ich auch nichts verpasst, würde ich sagen. Den ÖBB Railjet habe ich euch letztes Mal gezeigt und dann gibt es eine Menge Kobi neu. Gut, gehen wir zu den Ankündigungen. Da gibt es wieder einige bunte Geschichten. Dann haben wir einen weißen Flitzer 3 in 1. Okay, da gucken wir uns Spaß jetzt mal rein. Was haben wir denn da? Wenn wir schon nicht viel haben, gucken wir wenigstens, was wir da haben. Joa, erinnert ein bisschen an ein Be bekanntes Fahrzeug von unserem Dänen. Und ja, einen Rennwagen kann man bauen und einen Roboter. Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus. Dann ein Mini-Blocks-Teleskop. Ja, von Achko, keine Ahnung, gibt es auch Autos. Was haben wir noch? Viele, viele Fantasy-Sachen. Das ist ein Popcornladen. Was ist denn das für eine Steingröße? Ach so, sind sogar normale. Die Minifiguren gehen durch. Da bin ich jetzt aber wirklich überrascht. Okay. Bluebricks muss da mittlerweile einen echt guten Deal mit Lego ausgehandelt haben, wenn das durchgeht, ehrlich gesagt. Sind zwar ein bisschen anders, die Figuren, aber ganz ehrlich, die Figur erinnert mich an eine Minifigur. Also, das ist ja nun, ja,
Aber scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aber schöne kleine Sets. Ich finde es gut, dass eine Minifigur dabei ist. Ich finde diese Diskussion ja eh überflüssig. Demnach kann man hier anscheinend was Cooles bekommen. Da gibt es eine Menge Dinger von. Jetzt gucken wir da echt mal rein, weil ich finde, die sehen ganz lustig aus. Hier haben wir einen kleinen Friseursalon. Das sieht wirklich nett aus. Ich befürchte, die kann man auch alle zusammenstecken, weil hier so eine, ja, Überstände sind, wo man anscheinend das andere Set draufpacken kann. Ist leider nirgendwo abgebildet. Schade. Das sieht auch richtig gut aus. Das finde ich richtig cool. 204 Teile. Also wenn das mal günstig irgendwo zu kriegen ist oder ich im Laden bin und das da rumsteht, würde ich vielleicht sogar zuschlagen, um das einfach mal aus Spaß zu bauen. Dann haben wir hier ein Barbecue. Das sieht auch sehr cool aus mit dem Auto da, was zum Grill umgebaut wurde. Muss ich gestehen, die Dinger haben es mir gerade irgendwie echt angetan. Also die sehen echt cool aus. Oh, das ist ja auch mega. Hier haben wir so eine. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie es heißt. Geisterbahn oder was wir haben. Oder soll das eine VR-Brille sein? Ich glaube, das soll VR sein, ne? Schauen wir gleich mal genau. Ah, das sieht cool aus. Das ist ein cooles Set. Ja, E-Sport, VR. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Gefällt mir. Also davon will ich mir sicherlich mal eins holen und bauen. Und dann haben wir, oh, bin ich ja auch immer angetan. Ich mochte ja die Videoreihe von Lego auch sehr gerne. Hier haben wir einen, das war ein DJ. Ich bin eher so Richtung Metal unterwegs, wie ihr wisst. Sieht aber cool aus, muss man echt sagen. Da haben wir einen Linienbus, einen Krankenwagen. Auch da sind wieder Minifiguren dabei. Da gucken wir doch mal glatt rein. Ah, gut, die sehen aber auch völlig anders aus. Oh, hier geht heftig trainieren hier, der Junge. Die haben ja, oder die Frau aber auch, die haben ja mächtig Muskeln. Also da haben wir einen Krankenwagen. City-Serie von Peitsi? Marke Others? Keine Ahnung. Bin mal gespannt, was der ganze Spaß dann kostet, wenn es rauskommt. Hier haben wir irgendwelche kleinen Tierchen, die wie eine Schachtel sind. Dann eine weitere Kugelbahn. Da kann man anscheinend sich bald alles riesig zusammenbauen mit den ganzen Sets. Und Eisenbahn, Leute. Von Kobi. Ich muss gestehen, einige von euch haben mich gefragt, ob ich mir die hole und was ich davon halte. Ich muss sagen, ich habe was völlig anderes in Erinnerung, weil ich mal meinte, nee, ich mag die nicht, die sehen zu klobig aus, finde die doof. Das waren irgendwie andere Prototypen. Das sieht jetzt allerdings richtig gut aus. Also wenn der Preis nicht zu heftig wird, werde ich von Kobi so ein Ding sicherlich mal testen. Das sieht echt cool aus. Und man kann anscheinend auch noch deutsche und eine polnische Variante draus machen durch irgendwelche Insignien, die da drauf sind. Insignien, irgendwie so. Ja, das sieht nice aus. Und das Ding gibt es dann aber auch nochmal. Ist die BR52 mit Tender hinten dran und auch ein Figürchen dabei. Boah, sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich würde wahrscheinlich die hier bevorzugen. Kommt auf den Preis an. 2400 Teile bei Kobi. Könnte eine Stange Geld kosten. Und wir haben das Ding auch noch mal als Kriegslokomotive. Und ich muss echt sagen, ich wüsste gar nicht, welche Version ich mir hole, obwohl die hier ja wirklich mal nur grau ist. Also ja, komplett grau. Da ist ja nichts an Farbe dran. Sahen die so aus? Waren die Räder wirklich im selben Farbton wie die Lokomotive? Also, gut, also ich habe meinen Standpunkt ein bisschen geändert, was die die Kobi-Lokomotiven angeht. Da muss ich sagen, nehme ich alles zurück, was ich geschrieben habe. Ich finde die doch jetzt optisch gut. Die sehen schön aus. Bin halt sehr gespannt, ja, was die kosten werden. Und was war denn das für ein Prototyp, den man dann vorher gesehen hat? Das Ding sah nämlich so schrecklich aus. Da hatte ich irgendwann mal so eine Lok von Kobi gesehen. Das haben die gepostet bei Insta oder bei Facebook. Und das war wirklich echt eine Katastrophe. Die war wirklich schlimm. So, von Kobi kommen hier noch weitere Sachen, wo keine Bilder für da sind. Dann kommen Blumen. Davon haben wir mittlerweile jetzt ja auch mehr als genug. Irgendwann reicht es ja mal. Jetzt haben wir alle Blumensorten durch. Oh Gott, es ist zwar Mini-Blocks, aber wir haben die gefühlt 600. Fassung von einem Optimus Prime Truck. Ja, er sieht zwar echt schön aus, dafür, dass es Mini-Blocks sind. Das sieht fast aus wie ein Modell. Aber schon wieder ein Optimus Prime. Ist Transformers wirklich so ein Thema, dass da wirklich so viel rauskommt?
Ich muss ja gestehen, Transformers hat mich nie zu 100% gecatcht. Und bin da immer, wenn ich auch bei Hasbro gucke, was die an Figuren rausschmeißen, der absolute Wahnsinn. So, gut, ob das jetzt noch jemand hört und bis hierhin geguckt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich mal ganz kurz eine Werbung machen für den 2.4. in Itzehoe. Da ist nämlich eine Actionfiguren-Börse oder ein Flohmarkt. Wer an sowas noch Interesse hat, kann auch gerne bei der Toystube nochmal vorbeigucken. Da werde ich auch nochmal darüber was sagen in einem Video. Ist noch nicht raus, aber kommt noch. Ja, da gibt es eine Actionfiguren-Börse oder einen Flohmarkt in Itzehoe. Das ist von Christainment organisiert, wer an sowas Interesse hat. Da ich hier ein bisschen mehr Reichweite habe als bei der Toystube, dachte ich mir, ich erwähne es auch mal hier. Und denkt natürlich dann die BRICS Bramfeld Börse in Sasel, im Saselhaus am 1.4. ist natürlich auch ja, immer noch dann am 1. April, ist kein April-Scherz, sondern das Ding findet wirklich statt. Am 1. und 2. findet das statt. Und da ja, gibt es natürlich wieder eine Menge Lego zu kaufen. Ich war ja beim letzten Mal da, habe mir das angeguckt und war sehr, sehr cool. Demnach am 1.4. denkt dran, da könnt ihr gerne nach Hamburg in das Saselhaus fahren. Und ja, das werde ich aber noch in einem anderen Video nochmal ordentlich machen. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, werde da nochmal dann mit Adresse und allem Pipapo das auch nochmal erwähnen. Aber dazu dann nochmal nächste Woche mehr in den News. Okay, jetzt sind wir aber durch. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr von dem ganzen Kram haltet, den ich euch gezeigt habe. Bei Lego gibt es nichts Nennenswertes, außer ein Mandalorianer-Set, wo es noch keine Kartonbilder gibt. Deswegen zeige ich euch das noch nicht. Mache ich dann, wenn es bessere Bilder gibt. Okay, das dazu. Was wollte ich noch sagen? Lasst gerne ein Abo da und ein Kommentar und einen Daumen nach oben. Und dann sage ich, die Noppensteinstube sagt Tschüss.